Ein wunderschön, herzlich willkommen zurück zu einem wunderschönen, süßen Bild. Hat schon irgendwie was? Nee, wir wollen tatsächlich mal ein bisschen weiterspielen. Genau. SCS, also SCS Software, aber ATS spielen wir. Also ich habe mal geguckt, zum einen habe ich in den Einstellungen nichts gefunden mit irgendwie Used oder Truck oder irgendwie sowas. Also ich glaube mal, man kann nicht so einfach den Multiplikator einstellen, wie viele gebrauchte LKWs angeboten werden. Und was habe ich noch geguckt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ja, let's go. Genau, wir wollen jetzt unseren LKW mal ein bisschen tunen. Da mal gucken, was da abgeht. So. Muss ich mal jetzt schauen hier. 145, genau. Ich weiß jetzt eigentlich, Fahrermanager, LKW, nee, halt, Garagenmanager, wo ist er? Genau, eben, wir brauchen noch einen LKW und einen Fahrer, genau. Gibt es denn bei der Arbeitsagentur aktuell überhaupt irgendwas Brauchbares? Ach ja, welcher war letztens der, den wir hier, ne, mit den, aha, der schon zweimal Fernfahrer hat. Können wir schon mal einstellen? Oh, wobei es. Welche Werkstatt ist das überhaupt? Ach ja. Let's go. So. Direkt einmal Fernfahrt. Also einer mit zweimal Fernfahrt. So. Dem können wir eigentlich direkt so gebrauchten LKW hier hinstellen. Problem ist natürlich, der hat ja nicht gleich unsere schöne Lackierung. Wir haben ja jetzt aktuell diese Canvas, ne? Oder was Peterbilt? Ich habe doch Canvas, genau. Gibt's hier bei gebrauchten drei zufällig gerade ein Canvas? Peterbilt. Peterbilt. Canvas. Aber ist der moderne? Naja. Nee, gibt's nicht. Die müssen wir so einen neuen LKW kaufen. Egal, wir gehen erstmal. Wir sind ja gerade bei der Werkstatt. Bei einer Werkstatt. Und dann gucken wir mal ganz kurz, was wir da. Flathead Lake. Okay. Gucken wir mal ganz kurz, was wir da machen können. Auf jeden Fall, wie gesagt, neues Chassis. Neues Fahrwerk. Und dann wäre das schon mal geil. LKW-Konfigurator. So. Wir haben das hier mit dem Festen. Und jetzt gibt es nämlich hier. Mit Midlift. Yeah. Und es kostet gerade mal 13.000. Wow, es geht eigentlich voll. Cool. Wobei ich sehe natürlich gerade, da haben wir einen kleineren Tank. Wieso haben wir einen kleineren Tank? Die beiden Tankdinger sind actually exakt gleich groß. Das Chassis ist doch genau gleich. Willst du mich verarschen? Warum gibt es kein Midlift mit 300er Tank? Das macht ja. Schade. Da war ein viel kleineren Tank. Da haben wir gerade mal zwei Drittel noch. Was unsere Reichweite natürlich drastisch einschränkt. Auf der anderen Seite ist halt geil, wenn wir halt, ne, weil, wie gesagt, ist der effektive Radstand, so ist der halt hier. Und wenn wir die vordere Achse hochnehmen, ist die Radstand auf einmal schon mal da. Das ist halt, macht den LKW halt noch länger. So, der ist halt, jetzt ist schon ein super langes Getüm. Und wenn wir dann aber noch die vordere Achse hochnehmen, der ist so lang, der LKW. Holy shit. Aber ja, da haben wir natürlich weniger Sprit. Das ist natürlich. Vor allem, angenommen, wir werden jetzt voll getankt. Kriegen wir wenigstens das Geld zurück für die 80 Gallonen, die wir verlieren? Oder schütten die es einfach in die Hecke und sagen, ja, YOLO. Ah, kräftigerer Motor. 20.000 gleich. Ja, sogar 26.000. Nee, 24.000. Ich glaube, das muss nicht sein. Was haben wir denn hier? So, gibt es hier mittlerweile irgendwelche neueren Sachen, die wir machen können?
Nichts, wo ich unbedingt drauf scharf wäre. Ne, eigentlich gar nicht so. Eigentlich ist das schon alles so ganz in Ordnung. Gut, hier könnte man überlegen, ob man hier ein bisschen mehr Bling-Bling ran macht. Aber so schnicky sieht das jetzt auch nicht aus. Ne. Ne. Bling-Bling lohnt sich bei dem LKW nicht wirklich. Da passt halt die Gesamtoptik halt nicht so sehr zu. Dekolichter? Was zur Hölle? What the? Oh mein Gott, die blinken alle. What the fuck? Aber warum muss man dafür diese Lichter hier abmachen? Kann man das nicht einfach als zusätzliche Option machen? Für Weihnachten wäre das schon echt geil. Wie cool. Also ich bin ein bisschen neckisch. Ja, nee. Ja, also auf jeden Fall nur die Chassis, das Chassis. Die Frage ist, mir war das Chassis jetzt oder nicht? Ich hätte jetzt völlig ja gesagt. Aber wenn wir da wir jetzt einen kleineren Tank haben. Ah, ist halt Kacke. Da ist halt ein bisschen blöd. Aber ich glaube mal trotzdem, ja. Bam. Komm. Yeah. So, dann machen wir aber mal alle Räder hier hoch. Boom. Easy. Ah, ist das geil. Die Physik ist schon echt cool gemacht. Mit dem wieder LKW bounced und sowas alles. Und vor allen Dingen auch, dass die Räder, da hat man gerade gesehen, als wir mit dem LKW drüber gefahren sind, dass auch das Rad, was hochgehoben ist, tatsächlich immer noch physikalisch berechnet wird. Sprich also, wenn das Ding den Boden berührt, weil ne, der Boden halt so hoch ist, dass sich das Rad dann tatsächlich auch dreht. Das ist schon nicht schlecht gemacht. Wie viel getan? Also 130.000. Die Frage ist jetzt tatsächlich wegen LKW, aber da braucht 280, ne? Ja. Die Frage ist, nehmen wir jetzt nochmal kleinen Kredit auf und sagen einfach YOLO, wobei 50 reicht nicht, wir müssen also 100.000 annehmen. Bin ich jetzt schon scharf drauf, vor allem, wo wir jetzt auch den Fahrer schon eingestellt haben. Ich glaube, wir warten lieber. So. Das heißt, freie Bahn mit Marzipan. Haben wir das eigentlich, das ist jetzt eigentlich noch irgendein Symbol für die vordere Achse? Warte mal kurz, vordere Achse war bei mir die Z-Taste, ne? Ne, Z war Auflieger. Also ist die U-Taste, okay. Erinnert er sich an irgendwas, wenn ich jetzt die U-Taste drücke? Nee, weder bei der Z-Taste noch bei der U-Taste passiert hier irgendwas. Hä? Als ob es dafür keinen Schalter gibt. Was haben wir denn da so alles? Da haben wir nur die Kupplungsachse senken oder erhöhen.
Da ist alles für Fenster. Hinter dem Lenkrad sieht man nicht wirklich, was da abgeht. Nö, ebenso Schalter für die Achsenluft oder sowas. Also Achsenhydraulik, hier senken und so. Aber gar keine Tasten. Okay. Wie macht denn der das denn? Magie? Gedankenübertragung? Hm. Ja, wir hupen hier schon wieder. Leute, fahren wir vorbei. So, na dann. Freie Bahn mit Marzipan. Oh, wir haben sogar kein Grün. Kann das schaffen wir? Oh Gott, wir fahren viel zu schnell. Nein, bleib grün, bleib grün, bleib grün. Oh mein Gott. Oder unten, das hier links ist so eine Ampel mit Doppelampel. Also so echt, ob das zu geben. Oh, das war wieder zu weit. Hey, guck mal, hier ist das links auch so unter. Sind mir die früher nur nie aufgefallen? Oder haben sie jetzt tatsächlich die Ampeln umgearbeitet, dass die Linksabbieger da so eine Ampel haben mit zwei grünen Lichter? Das wäre richtig geil. Nice. Gefällt mir. Erschreckend gut. Schnauze. Du Affe. So. Ach komm, wir jetzt doch mal grün hier. Ah, kannst du nochmal in Ruhe Radio einschalten hier? Was? 25? Holy shit. Hä? Habe ich gerade den Punkt überfahren, wo wir den Auftrag abholen? Der war doch da vorne irgendwo, oder? Hä? Warte kurz. Na, Mann. Sie zeigen mir noch voll in die Fahrtrichtung. Weil ich glaube, das war genau diese Stelle, die damals diesen Bug hatte und scheinbar immer noch hat. Dass das Symbol, wo du die Aufträge annimmst, einfach verschwindet. Weil es war nämlich so, als wenn das Symbol genau hier vorne ungefähr da ist, wo jetzt dieser dieser weiße Pfeil da auf der Fahrbahn ist. An der Stelle ist normalerweise eigentlich immer dieses Ding gewesen, oder nicht? Vor allem, wenn es jetzt hier nicht mehr ist, ist die Frage, wo ist das Ding denn dann? Diese Stelle hier verwirrt mich jedes Mal. Wir fahren mal ein bisschen rein.
Wow. Wenn ihr was seht, schreibt da auf, ja? Aber ich sehe hier gerade gar nichts. Also hier ist das Symbol für die Kamera, für... Guck mal, jetzt ist es da! Sag ich doch, dass genau da, wo der weiße Pfeil ist. Seht ihr da genau diesen weißen Pfeil? Da. Warum ist das ein Symbol manchmal da und manchmal nicht da? Diesen Bug gibt es schon ewig. Fällt das an jemanden auf bei SCS-Software oder was? Oh, Dings. Ah. Das ist doch bekloppt. Komm ich so ran? Danke. Wie gesagt, das Ding ist schon seit Ewigkeiten verbuggt. Also seitdem ich das Spiel kenne. Aufträge. Ah nee, halt, Frachtmarkt. Nee, doch Aufträge. Nein. Was? Wir brauchen Frachtmarkt, genau. Genau, da haben wir nämlich den hier. Für 80.000 Euro. Annehmen. Dann müssen wir nur gucken, wenn wir hier wenden. Oder wir fahren einfach rückwärts rein. Nee, da kannst du auch nicht wenden. Ah, ja, Mann, wir müssen schon wieder rausfahren. Das ist doch ein scheißen Dreck. Oder wir sagen einfach YOLO und fahren rückwärts rein. Aber bei der Endkurve... Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Obwohl doch. Sieht machbar aus. Gut, außer wir bleiben direkt hier vorne beim Werbeschild hängen. Sehr geil. Und wir sind dran. Let's go. Yeah. So, wir müssen da irgendwo rein. Ja. Willkommen. Die 3 mm. Oh, wir haben schon eine schöne Nachttour. Wobei, wir müssen ja eh bald pennen. Von daher. 1200 Meilen. Ja, läuft. Oh, halt. Gut, wir bleiben mal irgendwo stehen hier. So, der Kran kann sich nie wieder bewegen, weil wir jetzt genau davor stehen. Ja, guck mal. Was heißt, wir uns jetzt eine kaufen? Da. Canvas. Genau, da wo wir gerade sind. Sehr geil. Flotten Configuration. Das war doch hier unten irgendwo. Da. Genau. Nein, nicht da. Da? Ja. Boom, Digga. Boom, einfach. Boom. Cool, cool. Dann wollen wir mal gucken, dadurch, dass wir keine Kontrollleuchten haben. Die vordere Achse ist wieder eingezogen. Ja, doch, die hintere Achse ist wieder eingezogen. Gras auf Kurve. Oh, Flieger, ist zu schwer? Deine Mutter ist zu schwer.
Jetzt müssten wir eigentlich mal diese gucken, ob wir so diese komische Fahrbahn hochkommen. Ist da was? Das machen wir auch mal. Ich speichere mal an der Stelle. Wir gehen wieder mal in den Cheat-Modus. Und gucken mal. Da müssen wir da oben hin. Ich mach da mal Punkt. Damit ich den mit der Kamera folgen kann. Da hinten ist es, da haben sie rein. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules? 40.000 Pfund ist eine ordentliche, realistische Menge. So, sind wir jetzt drauf? So ziemlich, das heißt jetzt Handbremse rein und dann schalten wir mal wieder manuell um, um in den ersten Gang zu gehen. Ade, Controller. So, ab in den ersten Gang. Als wenn es nichts wäre. Zweiter Gang. Ah, ein Schaltinger hat da schon definitiv mehr Probleme. Ah, da, aber sobald er einmal im Drehmoment drin ist, sobald er einmal knapp nahe der 1500 ist, kein Problem mehr. Also selbst im zweiten kommen wir hier locker hoch. Anfahren, bisschen schwierig, aber wie gesagt, sobald er im hohen Drittelbereich ist, kein Problem mehr. Ah, ist schon krank. Okay, im dritten schafft das schon mal nicht mehr. Gut, ich versuche mal im zweiten anzufahren. Und jetzt im dritten? Nee. Komm, du schaffst es. Ah, das Problem ist das Umschalten. Er verliert allein in dem Moment, wo ich umschalte, zu viel. Ne. Also ich muss wirklich im dritten anfahren. Im zweiten anfahren und dann versuchen hochzuschalten, bringt gar nichts. Aber gucken wir mal kurz, ob er schafft, im dritten anzufahren. So. Ah, komm. Ne. Nee, also dritter ist zu viel. Aber wie gesagt, selbst im zweiten schafft das tatsächlich, wie gesagt, da hat er schon mehr Probleme. Aber sobald ich einmal im hohen Drehzahlbereich drinne bin und wirklich einfach im Gang drinne bleibe, klettert er einfach hoch, als wenn es nichts wäre. Das ist schon geil. Das heißt, im ersten Gang könnte ich nochmal wesentlich mehr transportieren. Und auch hier sieht man wieder, wie sich die vordere Achse hinten bei der Optiker mitdreht, weil die halt schon den Boden berührt. Die hintere Achse halt gar nicht. Ach nee, Quatsch, hinteren, beim Auflieger haben wir die Achse aktuell gar nicht eingefahren. Nevermind. Tja, sehr geil. Ah, ist schon eine geile Teststrecke hier. Kann man schon schöne Sachen mit rumspielen. Gut, wir laden mal wieder unseren eigentlichen Spielstand, wo wir eigentlich gerade rumgeeinklicht haben. Yeah. Oh, okay. Oh, wobei, ging jetzt schneller. Der Bug
dass wenn man in ATS im Spielstand lädt, erstmal eine Weile hängt, ist immer noch da. Aber das waren jetzt gerade mal so, weiß ich, 6 Sekunden ungefähr. Also, oh, und auf einmal ist Nebel. Achso, wir sind immer noch im automatisch im manuellen Gang. Gegangen. So. Also ja, da siehst du schon, wie viel Power sowas eigentlich ist. 600 PS ist halt schon monströs. Das Problem bei Verbrennermotoren ist halt, die erreichen diese Leistung erst, wenn sie halt im optimalen Drehzahlbereich sind. Und da hinzukommen, erstmal, das ist schon mal das Problem. Und das ist halt genau der Punkt, wo Elektromotoren glänzen. Weil die haben halt sofort den vollen Drehmoment. Da könnte ich mit der gleichen Leistung problemlos im dritten anfahren, weil er sofort die volle Kraft hätte. Und nicht so wie der dritte, so wie hier der Verbrenner, der im dritten überhaupt nicht vorankommt, weil er zwar die Leistung hätte, aber halt nicht mal in diesen Drehzahlbereich kommt und damit die Leistung nicht entfesseln kann. Da ist halt das ganz große Problem bei den Verbrennern. Bei Steigungen, also wenn du bei Steigungen anfahren möchtest. Deswegen, wenn du nicht viel Liebe für das Getriebe übrig hast, dann kannst du auch den Trick nutzen, dass du tatsächlich einfach den Motor erstmal hochtouren lässt, mit gelöster Kupplung, und damit einmal die Kupplung reingibst und dann quasi den Motor als Schwungrad nutzt. So dass der quasi mit entsprechend hoher Drehzahl reinkoppelt und dann quasi dem LKW erstmal einen Schub gibt. Ja, dann ist der Motor quasi schon im richtigen Drehzahlbereich und dann schafft das vielleicht auch problemlos anzufahren. Ja. Aber wie gesagt, das zerfickt halt dein Getriebe. So. Andererseits, ne? Wenn du halt wirklich irgendwo steckst. Und es gibt's ja, wie gesagt, Kalifornien, glaube. Es gibt's halt Regionen in Amerika, da hast du so steile Straßen. Und ja, wenn du als LKW genau bei sowas irgendwie stehen bleibst und dann nicht mehr anfahren kannst, dann ist das vielleicht besser als gar keine Lösung. Wobei, ich meine, wir haben ja gesehen, im ersten Gang konnte er so problemlos auch anfahren. Das heißt, erster Gang sollte eigentlich immer funktionieren. So, aber na. Was ein Nebel, Alter. Gut, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.